nur noch ein Update von den Sounds. Keine Ahnung, wie anders sie jetzt sind, aber... Wir werden sehen. Oh. Was war da jetzt noch? Rundumleuchte. Okay. Schon wieder einfach so aktiviert. Okay, müssen wir jetzt hier direkt rechts? Ich befürchte schon. Ne, ich dachte, wir können da vorne raus. Zum Glück. Heißt, wir bräuchten mindestens 50.000 noch zusätzlich. Also, was ist mindestens? Ja, mindestens auf alle Fälle, aber... Ups, besser wären natürlich dann 60.000. Heißt, so 4-5 Touren. Wirklich viel mehr wollte ich vermutlich heute auch nicht machen, weil es halt einfach so extrem lange wird. Aber wir werden ja mal schauen, also mal gucken, wie lange das wird und so, wie lange wir jetzt... Oh Gott. Also es geht ja genauso scheiße los wie gestern. Zum Glück kein Schaden. Kommst du mir so vor, oder ist das Hauptmod nicht mehr da? Okay, doch. Ich wollte nur testen, ob das Soundmod irgendwie da so nicht. Das klang so, als ob er deaktiviert wäre. Das klang nur standardmäßig. Ach, leck mich doch. War sowas von klar. So, dann fahren wir erstmal auf den Trans-Canada Highway 1 oder sowas. Moment, war es der Trans-Canada Highway? Ich glaube ja. Oh, ich wusste, ich hab's vergessen. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Tut mir leid. Dann wollen wir Marathon verlassen. Erstmal die ganzen Ampeln. Ist das letzte Ampel? Nein. Wäre auch so schön gewesen. Oh, natürlich halten wir, können wieder fahren. Wer hätte das kommen sehen? Kilometer schon läuft. Also knapp 600 Kilometer haben wir vor uns. Wird auch schon ein ordentliches Stückchen Tour werden. Soll ich mal gleich notieren, wie ich vorgehabt hatte, das mit das zu schneiden mit wenn man einen eigenen LKW hat, bevor ich wieder vergesse. So, Trans-Canada Highway. Moment, Trans-Canada Highway. Einfach mal ganz interessiert gucken, was auf dem Schild steht.
Hinter uns sind natürlich wie immer. Also, wenn hinter uns keine Cops gewesen wären, ich hätte das Spiel neu gestartet. Also, das war doch klar. So, Trans-Canada Highway in Ontario. Und Ontario 100, 600. Sorry. Ja, es gibt viele Staaten. Gibt noch umso mehr zu wissen. Davon kann man wahrscheinlich ein Foto, gutes Foto machen, würde ich sagen. Machen wir ein etwas anderes Foto als den normalen. Mit der LKW drauf. Muss ja mal was Besonderes sein, ne? Aber jetzt gehen wir erstmal Gummi. 100 Kilometer pro Stunde dürften wir theoretisch fahren. Wir werden wahrscheinlich irgendwann nur noch 80, 85, 90 fahren. Aber da können wir mittlerweile. So, wir werden wahrscheinlich Eastern Daytime ankommen, um. Wahrscheinlich. Na, mal gucken. Also, ich vermute mal wahrscheinlich gegen 17 Uhr. Ich vermute mal, dass wir noch ordentlich ausgebremst werden. Aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt. So, oh, wie ungewohnt ist das denn jetzt? Ist schon. Hä? Jetzt, Moment, war das? Nee, ist. Hä? Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich anfange aufzunehmen, ist das Mikrofon beim Mixer bei OBS Studio wieder woanders. Nicht mehr oben, sondern unten und kreuz und quer und pipapo. Es wäre ja vielleicht schlau, wenn ich erstmal den Tempomaten auf 95 stelle und dann weiterfahre. Dann haben wir schon mal den Tempomat eingestellt. Dann brauchen wir vielleicht auch gar nicht so sehr bremsen. Denn wir haben einen Retarder drin, wunderbar. Werde ich also weit links fahren? Kann ja sein, dass ein Muldenkipper von vorne kommt. Bevor ich ihn übersehe. Können wir schon gleich mit 95 fahren. Okay, wir sollten nicht so schnell fahren, da sind bestimmt immer noch die Cops. Die State Police. Oder die Highway Patrol wahrscheinlich eher. Also mit 100 holen wir auf alle Fälle noch auf. Wie sieht es denn mit 95 aus? Dann werden wir noch auf. Oh, easy going. Dann fahren wir gemütlich mit 95 hinterher. Bzw. gleich mit 90. Hier schon ein bisschen nervig, ne? Dass wir so gemütlich hier rumgucken. Okay, dann fahren wir halt 90 Tempomat, schalten wir auf 90. Gar kein Problem.
Ja, die werden immer noch langsamer. Sieht nicht gut aus. Kann ich eigentlich schon wieder das Licht ausschalten, ist ja schon Tag. Dann gehe ich auf 85. Nur wenn wir gleich auf 80 gehen. Ja, wir gehen gleich auf 80. Oder 75 vielleicht ist doch besser. Ja, 75, der Wahnsinn. Was schleichen die denn so? Da ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder Verringerung. Wir müssen eh gleich links abbiegen, dann können wir auch mit 75 hinterher gurken. Holla die Welt, für 25 Kilometer pro Stunde unter dem Tempolimit. Ja, wenn man sonst kein nichts zu tun hat, haben sie halt offenbar die größte Zeit der Welt. Fahren wir mal die Route 101 in Ontario gen Norden. Ne, gen Osten. Okay. Dann von mir aus auch nach Osten. So. Mal 75 und weiterfahren. Nur weit kommen wir nicht, wie wir sehen. Zumindest habe ich schon aus dem Augenwinkel dann blauen Trailer gesehen. Den wir gleich dicht auf den Fersen sind. Wo fahren wir nochmal hin? Wir fahren jetzt durch Chapleau. Und dann auf die Route 144. Wenn ich es richtig gesehen habe. Uiuiuiui. Da muss aber auch echt kein Multikörper entgegenkommen oder irgendwas Schweres. Breites, Großes. Wir holen ihn auf, vielleicht nicht so sehr wie ich gedacht habe, aber wir holen auf. Können auch gleich wieder runtergehen vom Gas und den Tempomat die Arbeit machen lassen. Wahrscheinlich fahren sie doch schon als 75. Werden wir gleich sehen. Ja, doch. Oder? Ja, doch, so ein bisschen. Schauen wir mal auf. Gehen wir mit dem Tempomat auf 80.
bauen mal wieder ein bisschen auf. Und obwohl, warum, ja, wenn wir wirklich durch Chapeau durchfahren, das ist ein bisschen sinnlos, weil dann müssen wir sowieso runter auf 50 oder so ähnlich. Ich werde mir auf alle Fälle einen Mac holen. Ich weiß nicht, ob es ein Mac Titan wird oder ein Mac Pinnacle oder Pinnacle. Genau, Dingsterhändler. Peterbilt. Brauchen wir noch. Für den Titan, falls wir uns den Titan holen. Gibt es hier was? Nö, gibt nix. Aber klar, da können wir ja weiter gucken. Wir müssen sowieso gleich wieder links abbiegen. Das wäre jetzt. Das ist egal, wir holen überhaupt sowieso nicht. Das ist ja. Das steht jetzt sowieso außer Frage. Kommen wir eh nicht hier vorbei. Es ist ja zu viel Verkehr hier in Kanada. Na gut, dann lass mich fahren. Ja, passt. Chapeau. Ich würde aber wirklich gerne mit dem Mac Pinnacle einmal vorher fahren, um herauszufinden, wie der fährt. Und mit dem Mac Pinnacle haben wir noch keine Chance, den zu fahren. Ansonsten wird es ein Mac Titan. Als erster Truck. Und dann halt so gesehen same strategy wie gut, kann man mal machen. Wie in Staffel 2. Erstmal Garage ausbauen. Dann den Truck upgraden und pimpen und. Aber das heißt also Garage ausbauen, heißt hier von wegen Garage ausbauen und komplett füllen mit 4 weiteren LKWs und im Fahrern. Und im Anschluss daran, manche machen wir jetzt mal auf 80 direkt. Und im Anschluss daran halt, wenn wir die Garage voll haben, bevor wir die nächste holen, dass wir dann den Truck komplett aufpimpen, den Mac Titan dann. Und dass wir danach vielleicht noch eine komplette Garage füllen oder irgendwas und danach den Pinnacle dann uns holen. Als Boni. Mal schauen, wie es wieder wird. Vielleicht kriegen wir noch einen Auftrag, aber ich befürchte nicht. Ich befürchte, wir haben nicht das Glück. Und nur 230 Kilometer. Wie kommt denn das so plötzlich? Kommen wir doch ordentlich gut voran, würde ich sagen. Okay, jetzt ist es doch 85, also irgendwie, die können sich entscheiden. Mal fahren sie 75 in der 100er Zone, mal fahren sie 85 in der 100er Zone. Also die KI ist manchmal echt schon ein bisschen weird. Ob wir sie wirklich 85 fahren, werden wir gleich sehen, aber wahrscheinlich wird es dann eh wieder zu spät sein. So wie ich unser Glück kenne.
mir, ob diese Straßenschäden, also wo dann da so ein paar Pylonen stehen zum Absichern, ob die irgendwie platziert werden oder ob das. Oder ob das. Na, sag schon. Ob das. Ich komme gleich drauf, ob das. Bei den Zufallsevents mit dabei ist. Der Zufallsevents. Und die fahren auf mal 90, dann schlagen wir den mal auf 90 hoch, den Tempomaten. Teilweise fangen sie an zu bremsen und mein Fuß ist eingeschlafen und damit auch die linke Hälfte des kompletten Beines. Den wollen wir mal gemütlich weiter gurken. Noch 160 Kilometer. Sind also schon fast da, aber kommen dann die 13.000, ein paar zerquetscher, dann haben wir 85.000. Dann haben wir bis zum ersten, oh, das vom Ziel zum ersten Truck haben wir dann. Dann fehlen uns nur noch, so kann man es besser sagen, fehlen uns nur noch etwa 40.000. Sprich 4 Touren, die ich mindestens heute machen wollte. Kommt mal drauf an, wie lang die Touren sind. Wenn wir jetzt nur noch solche, was weiß ich, solche Brechertouren mit über 1000 Kilometer haben, wo man eine Stunde fährt, dann würde ich dann halt nur 5 machen. Ansonsten mal gucken, wie lange bis ich hier einschlafe von den langen Touren. Schlafen, das wird ja in Kanada echt ein Problem, weil hier gibt es echt so gut wie kaum Tankstellen, kaum Rastplätze und sowas in der Art auf dem Weg. Tempomaten müssen wir jetzt ignorieren. Alles klar. Bildschirm ist so dunkel, dass ich vom Lenkrad das Holz, das sieht aus wie das Leder, was unter dem Holz ist. So was, beziehungsweise nicht genau so, aber halt eher so Latex-schwarz, würde ich jetzt mal sagen. Ach, wir sind ja doch sogar früher da, als ich dachte. Ich dachte, das zögert sich durch die langsam fahrende KI mehr hinaus. Schon fast da. Dann bekommen wir die 13.000. Wir sollten schon 125.000 haben, bevor wir den Mac kaufen. Würde ich jetzt mal sagen, oh, doch nicht, Moment, 144 war das doch die 11.
Oh, das war die 11, nicht die 144. Die 144 war da unten. Da sind wir schon vorbei. Oh, okay. Ich dachte schon, ich hätte mich komplett verlesen. Ich habe mich erst gewundert, wie ich aus der 11 eine 144 lesen kann. Das wäre ja schon ein bisschen beängstigend gewesen. Es blendet. Mal schauen, wie lange wir warten müssen. Das ist natürlich auch ein Problem, wir müssen hier Auto jetzt links rüber. Oh, das ist doch kein Problem. Iroquois Falls, wir sind auf alle Fälle da. Also so gut wieder. Jetzt sind 30 Kilometer, sind ja auch noch ein Katzensprung. Bergauf finde ich schön. So ein bisschen wollen wir in die Wälder gucken. Schon fast über die Wipfel. Aber auch nur fast. Alles klar. Ja, wir müssen auch nicht weit ausholen. Das darf man nicht vergessen. Zum Glück kam gerade nichts von vorne. Erst auch mal in Iroquois Falls. Und wir werden begrüßt mit einer roten Ampel. Mit was auch sonst. Oh weia. So macht man sich. Dieser ist rot. Safe call. Da sind wir nämlich viel zu lang ungefähr.
Geld, Geld, Geld. Wir brauchen das Geld. 570 Kilometer, 8 Stunden, knapp 58 Gallen. 13.704 Dollar und 702 EP. Ah, knapp 85.000. Läuft. Take a body's high.